Die Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. Und das sind die Themen von heute Mittwoch. Raus aus der Sackgasse, kurz RASA. Diese Volksinitiative will das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative rückgängig machen, den Zuwanderungsartikel wieder aus der Verfassung streichen. Heute, ein Jahr nach der Einreichung von RASA, sagte der Bundesrat, was er davon hält. Er lehnt die Initiative ab, will ihr aber einen Gegenvorschlag gegenüberstellen. Felicie Notte berichtet. Weder will der Bundesrat im Sinne der Initiative raus aus der Sackgasse, noch will er eine rigide Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Er will also diesen Gegenvorschlag zu RASA, Hans-Peter, zu der Masseneinwanderungsinitiative, die SVP, und was sie davon hält. Dass sich die SVP nicht freut, kommt wenig überraschend, Hans-Peter Trütsch. Wie tönt es denn bei den anderen Parteien? Kahlschlag bei der Post. Innerhalb der nächsten 3 Jahre will sie bis zu 600 traditionelle Poststellen schließen, also fast die Hälfte. Auch wenn es keine Entlassungen geben soll, 1200 Postangestellte könnten davon betroffen sein. Die Gewerkschaften kritisieren die Schließungen, die Post rechtfertigt sie mit veränderten Kundenbedürfnissen. Und genau deshalb glaube man der Post nicht, dass die Radikalkur ohne Entlassungen über die Bühne geht. Rene Fürst, bei der Gewerkschaft Transfer zuständig für die Post, bezeichnet den Abbau als Katastrophe für die Mitarbeitenden. Er fordert deshalb 3 Dinge. Ja. Männer und Frauen sollen für die gleiche Leistung den gleichen Lohn erhalten. So steht es in der Schweizer Verfassung seit über 3 Jahrzehnten schon. Und doch gibt es immer noch unerklärbare und teils beträchtliche Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern. Auch wenn sich die Privatwirtschaft bei ihrer Lohnpolitik nicht gerne reinreden lässt, schon gar nicht vom Staat, will der Bundesrat trotzdem weiterhin die Diskriminierung bekämpfen, per Gesetz. Nicht nur der Lohn ist ungleich aufgeteilt zwischen Mann und Frau, auch die Betreuung der Kinder. Während sich für Männer nach der Geburt eines Kindes meist kaum etwas ändert im Arbeitsleben, wird von berufstätigen Müttern erwartet, dass sie Prioritäten setzen. Immer mehr Mütter in der Schweiz gehen heute neben der Familie einem Beruf nach. 80% inzwischen, wie die neuesten Zahlen des Bundes zeigen. Der Bundesrat lehnt die sogenannte Fairfood-Initiative ab. Das Begehren der Grünen will ein größeres Angebot an Lebensmitteln, die umwelt- und ressourcenschonend und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Die Regierung erachtet diese Forderung als unvereinbar mit internationalen Verpflichtungen und warnt vor einem aufwendigen Kontrollsystem im Ausland. Bereits im Sommer zeichnete sich ein Überschuss in der Bundeskasse ab. Nun soll der sogar noch höher sein als damals vermutet. Neu rechnet der Bund für das laufende Jahr mit einem Überschuss von 2,2 Milliarden Franken. Grund dafür seien insbesondere die Vorauszahlungen für die direkten Bundessteuern. Wegen der Negativzinsen bei den Banken zahlten viele ihre Steuern bereits jetzt im laufenden Jahr, so das Finanzdepartement. Und damit zu weiteren Nachrichten aus dem Inland. Vor gut einer halben Stunde hat in Italien erneut die Erde gebebt. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 5,4 auf der Richterskala. Mehr dazu dann in den nachfolgenden Sendungen von SRF. Seit 9 Tagen versucht die irakische Armee, Mosul zurückzuerobern. Unterstützt wird sie durch die von den USA angeführte internationale Anti-IS-Koalition sowie von schiitischen und kurdischen Milizen. Und auch die Türkei mischt mit im Krieg gegen den IS. Was zeigt, es geht bei der Schlacht um die irakische Stadt Mosul mehr als um einen militärischen Sieg. Es geht um die Zukunft des IS und der gesamten Region. In Frankreich beschäftigt die Polizisten vor allem die Gegenwart. Bei einem Treffen mit Präsident François Hollande kritisierten sie, sie hätten nicht die richtigen Waffen, Fahrzeuge und Computer für ihre Arbeit. Außerdem stehen die Polizisten seit den Terroranschlägen vom letzten Jahr im Dauereinsatz. Die Überstunden haben die Millionengrenze längst überschritten. Könne es nicht weitergehen, sagen die französischen Polizisten und stellen entsprechende Forderungen an die Politik. Michael Gerber berichtet. Sie sind die Sound-Pioniere des elektronischen Musikzeitalters und das erfolgreichste Musikduo der Schweiz, Yellow. Mit ihrer Musik eroberten sie in den 80er Jahren die große weite Welt. Über 12 Millionen Tonträger haben Boris Blank und Dieter Meier verkauft. Unter anderem mit dem Song «The Race».
Noch etwas anderes aber ist besonders an Yellow. Eigentlich wollten die beiden nach einem Zwischenfall an einem Konzert nie wieder live auftreten und verabschiedeten sich von der Bühne. Bis jetzt. Heute Abend tritt Yellow nach Jahren zum ersten Mal wieder live auf. Im Kraftwerk Berlin. Adrian Arnold hat das Duo vor dem Konzert getroffen. Und im Studio der Rundschau wartet bereits Sandro Protz mit den Themen von heute. Sandro. Und hier gleich Meteo und dann Top Secret. Wir wünschen einen schönen Abend. Bis morgen.